Der russische Panzer T-14 Armata galt als vielversprechender Panzer der Zukunft mit einzigartigen und innovativen Eigenschaften. Als es jedoch bei der Siegesparade am 9. Mai 2015 enthüllt wurde, bereitete es vor Tausenden von Zuschauern Probleme, selbst während der Proben. 8 Jahre später, da keine Nachrichten vorliegen, die die Entwicklung des Projekts bestätigen, wird vermutet, dass sich die Geschichte des T-14 Armata ihrem Ende nähert. Versuchen wir zu verstehen, was mit der Entwicklung dieses Projekts hätte passieren können, das versprach, den Verlauf des Landkampfs zu ändern. All dies und noch viel mehr finden Sie hier auf dem Kanal World Military History. Russische Fahrzeugkonstruktionen mit unbemannten Geschütztürmen gibt es seit den 1980er Jahren. In diesem Zusammenhang liegen die Ursprünge des T-14 Armata im ausgestorbenen Panzerprojekt T-95. Dieses Projekt fiel jedoch den unruhigen 1990er Jahren zum Opfer und wurde 2010 endgültig aufgegeben. Das T-14 Armata-Konzept nutzte jedoch Aspekte des T-95-Projekts, kombiniert mit der innovativen Idee, es aufzubauen, sein Motor. Alle russischen Panzerlokomotiven sind Nachkommen des äußerst erfolgreichen V-2-Dieselmotors, der 1931 im Lokomotivwerk Kharkiv entwickelt wurde. Die Panzer T-72, T-72B3, T-90 und die gepanzerten BMP-Fahrzeuge der Versionen 1, 2 und 3 verfügen über Motoren, die aus dem V-2 hervorgegangen sind. Eine Ausnahme bildet der T-64 Panzermotor, der aus einem gescheiterten Versuch entstand, einen deutschen Bombermotor zu kopieren. Auch der T-14 Armata-Panzer startete mit einem neuen Motor, einer russischen Kopie des deutschen SLA-16-Motors oder Porsche Tour 212. Der russische Motor wurde als A-85-3 bezeichnet. Der Motor war jedoch nicht für den Einsatz als Tenderlok konzipiert, sondern als Kompressoreinheit in Öl- und Gaspumpstationen. Es erwies sich als Misserfolg, da trotz wiederholter Vorführungen auf Messen kein Verkauf möglich war. Aus noch unklaren Gründen entschied sich Uralwaggonzavod, Russlands führender Panzerhersteller, für den Einsatz des A-85-3-Motors im neuen Panzer T-14 Armata. Das innovative Konzept führte dazu, dass der Tank um den Motor herum konstruiert wurde und nicht umgekehrt, wie es bei Tankkonstruktionen üblich ist. Die Einführung des A-85-3 schien Vorteile zu bieten, da er kleiner und leistungsstärker, aber auch schwerer war als die Motoren der modernen T-72B3 und T-90. Diese Entscheidung hatte jedoch wichtige Konsequenzen. Die A-85-3 wurde nicht verkauft, da sie komplex war, viele Probleme aufwies und schwer zu warten war. Es würde noch viele Betriebsstunden erfordern, um das Motordesign zu verfeinern und es zuverlässig und effizient zu machen. Es wird angenommen, dass der Uralwaggonzavod war zuversichtlich, dass die Probleme im Laufe der Zeit behoben werden würden. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass sie behoben wurden und der A-85-3 bleibt wahrscheinlich weiterhin ein problematischer Motor. Eine weitere Konsequenz ergibt sich aus der Größe des Motors. Eine schnelle Lösung hätte darin bestehen können, auf den A-85-3-Motor zu verzichten und den T-14 Armata mit dem bewährten V-92S2F-Motor auszustatten, der die modernen T-72B3 und T-90 integriert. Da die Konstruktion des T-14 Armata jedoch auf einem relativ kleinen Motor basierte, passt der V-92S2F-Motor nicht hinein. Daher müsste das T-14 Armata-Projekt erneuert werden, es gibt jedoch keine Hinweise darauf, dass dies geschehen ist. Im Juli 2021 strahlte ein russischer Fernsehsender eine Dokumentation über den T-14 Armata aus. Das Programm wurde in einer geheimen Testanlage für gepanzerte Fahrzeuge in Russland erstellt. Das 30-minütige Video zeigte eine futuristische Welt, einschließlich seltener Aufnahmen aus dem Mannschaftsraum des T-14 Armata.
Neben Triebwerksproblemen muss das T-14 Amata-Projekt auch andere Herausforderungen meistern. Im Allgemeinen war die russische Industrie stark von ausländischer Mikroelektronik und damit verbundenen Technologien abhängig. Diese Technologien sind für die Russen aufgrund der verschiedenen Sanktionen, denen sie nach dem Einmarsch in die Ukraine ausgesetzt waren, nicht mehr ohne weiteres verfügbar. Interessanterweise zeigen erbeutete russische Geräte wie Drohnen, dass einige elektronische Komponenten überall dort beschafft werden, wo sie zu finden sind. Beispielsweise in schwedischen Verkehrskameras, die angeblich gestohlen wurden, um russische unbemannte Luftfahrzeuge auszurüsten. Einigen Quellen zufolge hat sich die Korruption in Russland aufgrund von Hindernissen durch Sanktionen verschlimmert. Die berühmte Fabrik Roter Oktober in Wolgograd, dem früheren Stalingrad, die im Zweiten Weltkrieg Schauplatz historischer Schlachten war und im Film Duel Enemy at the Gates dargestellt wird, stellte Panzerplatten für russische Panzer her, wurde aber leider 2018 für bankrott erklärt. Korruption betraf die Glaubwürdigkeit der russischen Industrie. Berichten zufolge sind seit 2011 rund 72.000 Beamte wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht erschienen. Allein im Jahr 2022 wären 60 Beamte der Verteidigungsindustrie und 250 Beamte des öffentlichen Beschaffungswesens strafrechtlich verfolgt und 27 wegen verschiedener Verstöße verurteilt worden. Zusätzlich zu den dargestellten Problemen hätte der T-14 Amata keine voll funktionsfähige Montagelinie. Alle bisherigen Modelle wurden einzeln manuell zusammengebaut. Quellen zufolge wurden angeblich 64 Millionen Rubel für den Bau der Montagelinie bereitgestellt. Die Fabrikstruktur und die Werkstätten wären zwar gebaut, aber nicht in Betrieb gewesen. Obwohl mehrere Verträge unterzeichnet wurden, wären westliche Werkzeuge und Technologien aufgrund der Sanktionen gegen Russland nicht bereitgestellt worden. Ebenso würde sich Uralwaggonzavod voll und ganz dafür einsetzen, die Montagelinien für die Panzer T-72B3 und T-90M aufrechtzuerhalten, die dringend benötigt werden, um Verluste im Krieg mit der Ukraine auszugleichen. Einige Quellen berichten vom Verlust von mindestens 1594 russischen Panzern, darunter 448 Panzer der T-72B3-Serie und 37 Panzer der T-90-Serie, die in der Ukraine nach wie vor selten sind. Berichten zufolge begann die russische Armee den Krieg mit 2600 einsatzbereiten Panzern, von denen etwa 1000 als modern galten. Der T-14 Amata erwies sich letztendlich als eine Geschichte technologischer Überwindung. Der Motor als Ursache des Problems führt dazu, dass sich der Panzer nur unter der Aufsicht einer Gruppe von Technikern und Ingenieuren zufriedenstellend bewegen kann. In jedem Fall wäre im zentralen Militärbezirk nur eine Versuchskompanie gegründet worden. Und die Chancen, dass dieser Panzer an der Front erscheint, außer zu Propagandazwecken, sind gering. All diese Probleme bedeuten den Verlust einer ganzen Familie gepanzerter Fahrzeuge. Das ursprüngliche Programm zielte auf die Entwicklung einer Familie von Amata-Fahrzeugen ab. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass eines dieser Projekte kurz- oder mittelfristig weitergeführt wird. Als ob es nicht schon genug Probleme gäbe, die verbesserte 125mm Kanone 2A82IM, die speziell für den T-14 Amata entwickelt wurde, stellt eine unbestreitbare Verbesserung gegenüber den Kanonen anderer russischer Panzer dar, passt jedoch nicht zum T-90M, da ihr Verschlussblock nicht in den Turm dieses Panzers passt. Kürzlich, im Jahr 2023, wurde ein Exemplar des T-14 Amata auf einer Militärausstellung in Russland ausgestellt und zeigte, dass das Design dieses Panzers nicht aufgegeben werden darf. Was halten Sie von der Zukunft des Panzers T-14 Amata? Glauben Sie, dass das Projekt dennoch ein Erfolg wird? Kann er auf dem modernen Schlachtfeld immer noch ein großes Unterscheidungsmerkmal sein? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, vergessen Sie nicht, auf die Schaltfläche Gefällt mir zu klicken, den Kanal zu abonnieren, Benachrichtigungen zu aktivieren und Ihre Kommentare zu hinterlassen. Teile mit deinen Freunden.
Dies ist sehr wichtig für das Wachstum des Kanals und für die Produktion weiterer Videos zur Weltmilitärgeschichte. Wir sehen uns im nächsten Video. Auf Wiedersehen!